Gestern ist das TOTS-Event gestartet und passend dazu habe ich mal wieder einen Zuschauer-Account übernommen. Und das Video dazu seht ihr heute. Wir gehen in den Zuschauer-Account rein, Freunde. Wir haben jetzt 21.42 Uhr. Und ja, garantiertes TOTS-Pack sehen wir auch direkt schon. Das ist halt geil. Das können wir direkt öffnen und dann sein Team direkt mit einem TOTS upgraden. Kümmern wir uns aber gleich drum. 37.000 Münzen hat der Kollege. Okay, okay, okay. 12 Packs noch. Schauen wir mal, wie weit er im Season Pass ist. Er meinte, er spielt wegen Prüfungsstress nicht so viel. Naja, das sieht man auch. Level 8, beziehungsweise Level 7. Noch nicht so weit gespielt. Das heißt, da können wir auf jeden Fall einiges machen. Wir gucken mal sein Team an. Mit Kylian Mbappé Gold. Okay, das könnte ekelhaft werden. Kylian Mbappé Gold zu spielen. Was haben wir noch hier am Start? Ein paar Showdown-Karten, Prolin. Ja, Bank sieht nicht so schlecht aus. Viele Evolutions, krass, ne? Da wird ehrlich viel mit Evolution gemacht. Ja, aber sage ich mal, sieht nicht schlecht aus. Damit können wir auf jeden Fall was machen. Schauen wir mal. Okay, 11 Packs sind das hier. 11 Packs. Das TOTS-Pack machen wir, würde ich sagen, am Ende. Wir öffnen erstmal schnell die anderen Packs weg. Und gucken, ob da noch irgendwas Schönes kommt. Einfach mal schauen. Erstes Pack ist auf jeden Fall schon mal Quatsch. 80 mal 5. Auch Quatsch. Hemp, aber 86, okay, das ist zumindest mal ein kleiner Fortschritt. Gut für SBCs, maybe. Können wir noch eine gute Karte für ihn abschließen. Oh, das ist aber auch nicht schlecht. Martinez und Kobel. Und Kobel müssen wir halt jetzt direkt recraften, ne? Das ist aber eine tote Karte. Eigentlich, man könnte Florenzi sogar mitnehmen. Und Florenzi ist sogar geil. Komm, wir machen mal Florenzi. Florenzi ist echt eine stabile Karte. Wir brauchen halt auf jeden Fall irgendein ZM. Ohne ZM ist das echt ein Bruch. So, gucken, ob wir das noch ein bisschen günstiger machen können. Ja, so passt es. Perfekt. Okay, damit wäre Kobel... Kobel ist im Tor. Na, wir holen einen anderen Torwart gleich. Wir brauchen eh dann einen anderen. Wir holen uns dann gleich einen anderen Torwart. Kobel ist eh nicht so gut. Wir holen dann gleich einen anderen. Dass wir dann zumindest ein stabiles Team für die Weekend League gleich haben. Gut, dann haben wir Florenzi fertig. Ist schon mal dann das erste Upgrade fürs Team. Weil ja, mit Musiala auf dem ZM, glaube ich, auch ein bisschen schwierig zu spielen. Ohne defensiven Part mäßig dort. Ist schon okay. Und Kobel war ja eh Duplikat, der kommt jetzt hier wieder rein. 83 mal 2. Vielleicht jetzt? Nee, wieder nicht. Aber gleich haben wir, also als nächstes Pack haben wir jetzt das garantierte TOTS Pack. Und da muss ja logischerweise ein TOTS rauskommen. Gut, ich würde sagen, wir schnacken nicht lange rum. Wir gehen rein mit einem Nose Pack. Come on. Gönn einen guten TOTS. Wir brauchen einen, der das Team upgradet. Nicht der. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist, glaube ich, der schlechteste, den man ziehen kann. Rafa Muchacho. Oder so. Rafa Muchacho kostet 20.000 Münzen. Also, wir haben Florenzi abgeschlossen. Den nehmen wir rein. Und wir können diesen Rafa Muchacho hier einfach auch reinnehmen. Mal für die Bank. Testen wir den einfach mal aus. So, Florenzi kommt für Musiala rein. Und da müssen wir jetzt ein bisschen mit der Chemie, glaube ich, gucken. Das könnte jetzt ein bisschen kompliziert werden. Aber kriegen wir hin. Ja, okay. Naja, holen wir erstmal Mike Maignan. Kostet 10k oder so. Können wir dann später wieder entspannt verkaufen. Nicht mal. Guck mal, krass. 6.000 Münzen für Mike Maignan. Das ist übel. Das ist übel. So, und können wir vielleicht sogar noch den hochdrücken? Einen spanischen Trainer? Deutsch? Deutsch brauchen wir nicht mehr. Machen wir noch einen spanischen Trainer rein. Und dann haben wir sogar die volle Chemie. Ah, wir haben keinen spanischen Trainer, oder? Doch. Sag mal, ja. Ja, doch, haben wir. Nehmen wir Jose. Jose Bordalas. 33 von 33 Chemie. Kleines Upgrade nochmal im Mittelfeld. Und mit dem Team gehen wir jetzt rein in die Weekend League. Okay, Freunde. Wir stehen jetzt 10 zu 9. Wir haben die Weekend League jetzt relativ schnell durchgespielt. Mit viel Quitten und so auch. Weil, ja, damit ihr das Video heute noch seht, mein Cutter braucht die Dateien, deswegen musste ich mich ein bisschen ranhalten. Wir gehen jetzt ins letzte Spiel rein, das entscheidende Spiel um die 11 Siege, ich hoffe, es wird was. Ja, let's go. Istanbul FC ist der Gegner. Okay, zeig mal her. Oh, nee, der spielt ein komplettes Türkei-Team, ich fasse es nicht. Jetzt wird's lustig. Nein, 1 zu 0 für den Gegner, schade. Oh mein Gott. Abschließen. Boah, wieder Gegentor 2-0. Es wird schwierig jetzt. Thierry Ori. Ori. Oh mein Gott, was ein Tor. Aber nehme ich mit. Oh mein Gott, 3-1. Ey, das gibt's doch nicht, dass ich jetzt das letzte Spiel hier in Sand setze.
Florenzi, oh mein Gott, Florenzi. Thierry Ori. Oh, Thierry Ori. Geht auch nicht rein. Ja, jetzt gibt es bei hier den Knockout. Ah, schade. Schade, schade, schade. Im letzten Spiel einfach auf die Fresse bekommen. Ärgerlich. Okay, das Ganze ist jetzt natürlich ein bisschen schade. Ich sag, hätten wir jetzt nicht unter Zeitdruck und so gespielt, wäre es vielleicht besser gewesen. Jetzt ist am Ende. Ich weiß gar nicht, was das hier für ein Rang ist. Keine Ahnung. Ich werde ihn aber auf jeden Fall noch ein paar Coins aufladen. Ja, trotz alledem haben wir den ersten roten Player-Pick jetzt hier. Und auch ein paar geile Packs. Ich bin gespannt. Ein paar Münzen und so kriegen wir rein. Wie gesagt, ich lade ihm dann auch noch welche auf, dass er sein Team dann noch wie er Bock hat, ein bisschen abzugraden. Und ich bin jetzt gespannt auf diesen roten Player-Pick. Wir brauchen da auf jeden Fall ein Stats-Reveal. Okay, wir gehen rein in den Pick. Stats-Reveal, ich mache den Bruno Fernandes davor. Vielleicht kommt der jetzt hier auch. Das wäre halt geil. Die ersten Stats sehen schon mal gut aus, Alter. 96 Beweglichkeit, 94 Balance. Gute Werte, 88 Schuss. 90 Tempo, das ist Quatsch. Das Kartendesign sieht so schön aus. Wer ist das? Ach, das ist dieser Portugiese. David Costa auf der 1. Schade. Weiter geht's. Auch wieder mit dem Offensiven. Bisschen weniger Beweglichkeit, aber starke Werte. Ist das der Spanier? Ja, ne? Ja. Rafa Muchacho. Und einen noch. Oh, das könnte jetzt wirklich was werden. Alter, der sieht gut aus. Ey, der sieht echt krass aus. Blaues Trikot. Nein, irgendeine Frau. Perland. Oh, nee, das ist Quatsch. Das ist Quatsch, das ist Quatsch, das ist Quatsch. Guck mal, was die wert sind. Junge, was sind das für freche Picks, Alter? Ja, die kosten alle gar nichts. Nehme ich mal die mit, die ist am ehesten, sag ich noch, als Super-Sub spielbar. Aber Kartendesign sieht sehr cool aus. 85 plus Pack als erstes. Gucken wir rein. Leider kein blauer. Ich hätte jetzt gerne nochmal einen blauen, Alter. Das würde das Ganze auf jeden Fall nochmal ein bisschen aufheitern. Aber Joshua Kimmich, können wir eigentlich verkaufen, ne? Hat nichts mehr wert, aber ich stelle ihn mal drauf. Wir nehmen die Münzen mal mit. Dann haben wir das 50k-Set. Wieder kein blauer. Mann, das ärgert mich. Vielleicht das 125er gleich. Habe ich gute, habe ich Hoffnung rein. Schauen wir mal. Jetzt musst du gönnen, ey. Wir gehen direkt rein und es wird wieder kein blau. Alter, die Rewards sind natürlich ein Bruch gewesen. Die waren jetzt natürlich ein richtiger Bruch, muss man fairerweise sagen. Und ja, wie gesagt, ich werde ihm jetzt auch noch ein paar Münzen aufladen. Ich habe ihm schon geschrieben, dass er mir seine Accountdaten gibt. Und das werde ich jetzt einmal kurz machen. Zeige ich euch dann gleich, wenn ich das geordert habe. Aber ich zeige euch dann nicht, wie die Coins da sind, weil das wahrscheinlich jetzt eine halbe Stunde bis Stunde dauert. Und ich jetzt, wie gesagt, die Dateien abschicken muss. Ne? Ganz klare Kiste, Freunde. Wenn ihr aber auch Bock habt, euch Münzen zu holen, dann checkt sehr, sehr gerne Lootbar ab über meinen Link in der Beschreibung. Mit dem Code Fabio spart ihr dann noch 8%. Das Ganze zeige ich euch jetzt einmal kurz. So, wir gehen hier auf Kaufen. Und wenn ihr dann hier bei Gutscheincode Fabio eingibt, dann geht der ganze Spaß nochmal 8% runter. Wir wählen hier natürlich PayPal aus und dann bezahle ich das Ding mal. Also Freunde, ich habe jetzt die Münzen für ihn bestellt. Ich werde jetzt alle seine Sachen eingeben und dann kriegt ihr die auf jeden Fall. Wenn euch das Ganze hier gefällt, dann lasst sehr, sehr gerne ein Like da. Vergesst, wie gesagt, nicht Lupe auszuchecken. Code Fabio für 8% Abo da lassen. Und ja, wenn ihr auch eine Accountverbesserung wollt, vielleicht mal eine längere, das war ja jetzt nur sehr kurz, dann schreibt mir auf Insta. Ich wünsche euch Spaß, haut rein und ciao, ciao.